Meine Damen und Herren, liebe Freunde, kürzlich hat Ministerpräsident Söder mal wieder versucht, alle ungeliebten Kritiker auf einmal in einen Topf mit extremistischen oder kriminellen Organisationen zu stecken. Neudeutsch nennt sich das dann Framing. In diesem Beispiel allerdings ist es wohl eher etwas anderes, nämlich ein perfider Versuch der Manipulation. Es ist eine Frechheit, die AfD mit der RAF zu vergleichen. Auch die Anliegen der Querdenker so pauschal in eine gewaltbereite Richtung zu drängen, ist einfach nur schäbig. Hier geht es nur darum, Andersdenkende zu diffamieren. Die Botschaft ist: Bist du nicht Söders Meinung, bist du ein Feind der Demokratie. Diese Rhetorik, meine Damen und Herren, ist der wahre Grund für die Spaltung unserer Gesellschaft. Und die Verantwortung tragen Menschen wie Merkel, Söder und Co., die sich nicht mehr konstruktiv mit Argumenten verteidigen, sondern jegliche Kritik in eine extremistische Ecke schieben, um Konkurrenz per se zu unterbinden. Das ist demokratiefeindlich.